Weiß läuft im Kreis. Weiß läuft im Kreis. Ich laufe im Kreis. Was nicht ein toller Beginn? Ja, hallo und so, willkommen zu einer neuen Singleplayer-Folge. Ich bin toll und awesome und mir ist langweilig. Nee, ich bin gerade von der Schule gekommen und bin glücklich, dass ich meine Englisch-LK-Klausur hinter mir habe. Und deswegen, ja, und ich war gar nicht so scheiße sogar. Also, ich denke, da wird gar nicht so was Schlimmes rumkommen. Und ja, deswegen ich glücklich sein. Hui! Mehr LK noch nicht kennt, weil ihr klein seid und so, und behindert teilweise. LK ist so, wenn man auf der Oberstufe kann man halt wählen, ob man einfach einen Grundkurs hat, quasi einfacher oder einen Leistungskurs. Man kann aber nur insgesamt zwei Leistungskurse haben. Ich habe zum Beispiel meine zwei Leistungskurse, die ich dann noch 5-stündig in der Woche habe, anstatt 3-stündig, sind Sozialwissenschaften und Englisch halt. Ja. Und jo, also das ist schön. Gut, dann wollte ich ja hier mein Mega-Luxus-Porno-Mega-Ultra-Haus bauen, was jetzt schon hässlich aussieht. Mal ich drauf ab. Müsst ihr wissen. Da brauche ich zumindest mal meine Erde. So, die Frage ist jetzt, wie ich das schön umsetze. Ich baue erstmal frisches Schluck auf. Genau, ich brauche frisches Schluck auf. Frisches Holz. Stimmt, ich habe den eigentlich angebaut. Ich mache den trotzdem mal weg. Oh Gott, jetzt habe ich Schluck auf. Nein! Und das Schlimme ist bei mir bei Schluckauf, ich weiß nicht wieso, was bei mir ist, wenn ich Schluckauf bekomme, bekomme ich keine Luft mehr quasi, ich kann nicht mehr atmen. Und dadurch mache ich dann immer so leichte Quiekgeräusche, was nicht lustig ist. Also für die, die zuhören, ist es lustig, aber nicht für mich. Und ja, also momentan ist einfach richtig Scheißwetter bei uns einfach. Also es regnet die ganze Zeit und. Nee. Ah, stimmt, ich könnte eigentlich. Oh, wie sieht es eigentlich mit meiner Farm aus? Stimmt, ich habe ja die ganze Zeit im Haus gearbeitet, habe ich da nicht mal nachgeguckt. Weil ich bräuchte mal wieder Getreide eigentlich. Okay, sieht schon gut aus. Also. Nein! No! Ach, egal, YOLO. Ich darf nicht. Immer wenn man drauffällt oder sprintet da drauf, dann gehen die kaputt. Gut, ist sogar kein Krüppelbaum dabei. Das ist toll, das freut mich. So, Abbau, Abbau. Kann ich erstmal schön Holz farmen. Aber ich lasse dann erstmal die Leaves decayen, damit nicht den Krüppelbaum. Oh Gott, jetzt muss ich niesen. Entsteht. Oh Gott. Jo. Oh, so abbauen, abbauen. So. Und ja, damit auch die Folge schön beginnt, ich habe ein neues Thema vorbereitet. Was recht interessant ist noch, was ich lange Zeit her, dass ich das letzte Mal angesprochen hatte, weiß hat sich verändert oder nicht. Also quasi, ist ja immer schön zu sehen. Zum Beispiel letztens hat einer geschrieben, ich habe ja bei dem Video von Nordop da geschrieben. Irgendwas behindert oder so. Warte, war's, meine Mutter, war's, meine Mutter. Okay, tot. Zum Beispiel bei dem Video habe ich ja geschrieben, bei Nordop 1000 Likes dafür, dass Nordop stirbt. Und da hat auch jemand geschrieben, dann weiß, was sich voll verändert, richtig lustig gemacht, jetzt bist du auch so like geil. De-Abo und so ein Müll. Warte, nee, noch nicht. Später ist. Und sowas halt. Ja, ihr checkt halt die Ironie nicht dran. Also, ihr wisst, früher bei Comblock-Tutorials habe ich das eine Zeit lang gemacht, aus Spaß. Und wenn aber da aufgehört, dann habe ich lange nicht mehr momentan machen, bis bei Feed the Beast einfach aus Spaß. Aber was daran der wahre Kern ist, was eigentlich traurig ist, ich habe bei dem Video, habe ich 1000, warte, ich gucke nach ganz kurz, dann ist es auch getreu. Warte, dann habt ihr jetzt hier gefriesten Bildschirm ganz kurz. Habe ich insgesamt, wartet. Habe ich insgesamt, passt auf, 1243 Likes bekommen. 1243. Das ist für mich Rekord. So viele Likes hatte ich noch nie auf einem Video. Ich könnte es zwar auch jetzt bei jedem Video sowas schreiben. Ich würde immer so viele Likes, aber das mache ich nicht. Aber das ist trotzdem traurig. Überlegt euch doch einfach mal, wie viele Likes ich da bekomme. Das ist Rekord. Das hatte ich bei keiner einzigen Map nur im Ansatz. Ich hatte noch nie bei 1000 Likes. Das ist einfach krank. Und gleichzeitig ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig. So, es wird gerade Nacht. Dann gehe ich pennen. So. Hui, Schlafi machen. Aufgewacht die. So. Und. Oh, jetzt klingelt das Telefon. YOLO. Warte, ich mach's. Ich geh nicht auf. Ich nehme ganz kurz Aufnahmen, stopp, dann merkt ihr es gar nicht. Also bis gleich. So, ja. Schon bin ich wieder zurück. Ja. War auch gar nicht lang weg. War irgendwie unwichtig. Dann kann ich auch wieder zum Haus. Hüpf, hüpf.
Toll, wir hüpfen durch die Gegend hier. Und ja, und dann, wer hat sich verändert, quasi positiv, negativ, auch gesagt mit den Likes und sowas, ist halt quasi eine lustige Parodie. Auch generell dieses Schaffen, wir bleiben aber Likes, ist ja mittlerweile wieder gestorben. Quasi ist jetzt ausgelutscht, klar, wenn man das so, wenn Leute es einmal sehen oder sowas, machen sie es dann, aber wenn es dann auch, sagen wir, ich würde es jetzt sehen, einen Titel schreiben, schaffen wir bei Likes, dann mache ich das und sowas, es wird auch irgendwann mal ausgelutscht sein, die Leute machen es nicht mehr. Ist einfach so. Und jo, deswegen. Ja, deswegen, das ist halt lustig. Ansichtssache, aber. Okay, das hier, jo, sollte passen. What the fuck, auf Facebook, YOLO. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter. Toll. Was die Höhle erst mich hat die ausgeleuchtet. Nee, hat die ausgeleuchtet. Und was sich noch verändert hat zu so früher, quasi, könnt ja mal alte Let's Plays von mir angucken von ganz früher. Quasi so die Singleplayer Folge 1 und sowas oder die ganz alten Hunger Games Videos. Quasi, ich habe ja früher nur Singleplayer und Hunger Games gebracht. Und dann später habe ich mit Redstone Tutorials erst angefangen. So, das Haus wird trotzdem richtig hässlich. Scheiße, Mann. Ich kann einfach nicht bauen, das ist wirklich schlimm und traurig. Ich glaube, ich bin höher als die anderen, oder? Ja, bin ich. Und so. Jetzt bin ich gleich hoch. So, dann, die Frage ist jetzt, wie machen wir das Haus, dass es auch schön aussieht? Hier könnte man vielleicht einen Garten machen und dann das, also das richtig quasi hier vielleicht eine Glasterrasse aus Glas hier, dann hier so kleine Liegesitze mit Garten und sowas und dann könnte man dahin vielleicht, also dahin das richtige Haus bauen. Ey, das wäre wirklich eine Sache. Dann gehe ich ganz kurz Glas einschmelzen, damit das bei mir sind. Schon jetzt hoffentlich habe ich auch genug Sand noch, aber ich war ja letztes Mal in der Wüste und habe richtig viel gefarmt und hoffe, dann ist das auch genug. So. Hüpf, hüpf. So, dann muss ich mal gucken, ob ich noch Erz habe, weil der mich immer einschmelzen kann, damit ich auch mal ein bisschen noch an XP bekomme. Glas habe ich noch. Den nehme ich auch komplett mit. Habe ich hier noch Sand? Gravel, Stone, Sand. Ah, perfekt. Sehr gut. Noch 2 Stacks. Werde ich ja noch sofort schmelzen. So, und die Frage ist, hatte ich schon irgendwo Getreide? Ja, ich habe sogar noch Getreide. Muss ja noch mein Inventar, den müssen wir wieder aufräumen. Aber das kann ich ja machen, wenn ich fertig bin mit meinem Bauvorhaben. Mal ganz kurz hier neue Kühe machen. Ja, weil ich dann neue Tierchen habe, Leder und Essen und kommt mehr Liebe für euch alle, Liebe für euch alle. Liebe. Mal das XP einsammeln. Das war's sogar. Dann kann ich demnächst wieder eine große Schlachtung machen. Dann schlachte ich mal ein paar von. Warte, ich lasse euch erstmal hier. Schon was passiert, wenn die beiden jetzt machen? Erstmal hier alle. Kommen da auch Brote schaffen manchmal raus? Ich glaube sogar ja. Pinke! Och, wie geil, da kommen pinke Schäfchen raus. Oh, wie süß. Das ist ja geil. Da kommen echt pinke Schäfchen raus. Das ist natürlich lustig. Wusste ich gar nicht. Dass man so schön rausfindet noch. Bam. Echt pinke Schäfchen. Wie schön. That's nice. So, mein Getreide soll jetzt hier wieder alle. Das kann ich noch da oben tun. So. Dann habe ich auch jetzt Glas. Dann kann ich das schon mal machen. Und Bone Meal bräuchte ich. Perfekt, noch habe ich auch dabei. Liegen könnte ich auch machen. Ja. Ja, perfekt, aber Crafting Table dabei. Sehr gut, also ich habe alles dabei. Mal gucken, was sich dann hier so zaubern lässt. Und, jo, hüpf, hüpf, hüpf. So, hier hoch. So, und ja, wenn ihr das Video auch jetzt seht heute, heute Mittwoch werde ich Livestream machen wieder. Quasi von 20 bis 21 Uhr. Ich wollte erstmal Mittwoch vielleicht andenken als Tag. Also viele haben Samstag gesagt, aber Samstag möchte ich aus mehreren Gründen nicht, weil da Wochenende ist, da laufen manchmal auch schöne Filme im Fernsehen. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt von einer Fernsehsendung nach dem Motto machen und wenn da was Schönes im Fernsehen läuft, will ich das ja auch selber sehen. Und zweitens, Samstag auch läuft auch ein Stream von LP mit Kev.
Und den gucke ich auch manchmal rein. Und deswegen bin ich blöd. Ich finde es auch generell kacke, wenn sich mehrere YouTuber bei den Streams überschneiden. Kommt immer drauf hinaus. Aber ich finde es ehrlich gesagt blöd, weil ich mag es einfach nicht besonders, weil ich von einigen YouTubern auch dann selber gerne mal gucke. So, ich denke, auf diese Höhe wird es hinauslaufen. Dann kann ich hier. Warte mal, dann kann ich hier so machen. Dann mache ich erstmal so, so. Das ist vielleicht fast so hoch. Ne, geht eigentlich noch klar. So. Wie mache ich das denn jetzt noch? Dann muss ich erstmal einen Hauseingang noch machen. Dann würde ich das in den vielleicht hier so machen. Mit ein kleines Haus, aber lieber klein als fein, lieber fein und klein als groß und grob. Hui, wie toll. Also toller Vergleich von mir. Ich hab's drauf. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ist die 11, das ist die Hälfte. Quasi eine Doppeltür wird das hier. Okay, auch schön. Ja, da mache ich mal direkt Steindruckplatten. So. Na, komm her. So, so. Mach da innen auch noch. Dann weiß ich direkt, wo die Türen kommen sollen. So, okay. Perfekt. Und dann kann man hier machen. Erstmal das Wichtigste. Brauchen wir. Ach, Kacke, ist ja noch gar kein. Okay, so. Kann ich später noch benutzen. So. Dann muss ich das dann gleich überpflastern. Dann kann ich erstmal ein Crafting-Table hier neu hinstellen. Dann kann ich mir erstmal die Standardsachen machen. Erstmal ein paar Türen. Das ist ein paar. Ja, ein paar passt ja. Ein paar ist ja zwei. Machen wir das mal so und so. Sehr schön. Oh, wird gleich schon wieder Nacht. So Folge auch schon bald zu Ende. Also heute Mittwoch, Livestream-Tag möchte ich einführen. Ich werde ein paar Daten ausprobieren, um selber zu gucken. Es ist halt, Livestream ist halt doppelt abhängig. Erstmal, wie viel von euch Zeit haben und wie ich Zeit habe. Also, ich werde ein paar Tage ausprobieren, auch in den Ferien. Und dort, wo es mir am besten gefällt und auch euch am besten gefällt, da sehe ich ja dann Feedback, wenn ihr schreibt oder den Zuschauern, wenn ich das danach so ein bisschen richten, also ein bisschen abwägen beides. Und ja, weil ich möchte keinen Tag, ehrlich gesagt, machen, wo es für mich richtig unangenehm ist und richtig knapp die ganze Zeit, dass ich das von der Zeit nicht schaffe. Aber ich möchte auch, ehrlich gesagt, keinen Tag haben, wo dann irgendwie dann 20 Zuschauer die ganze Zeit sind, weil Leute irgendwie die ganze Zeit was zu tun haben. Also, weil das möchte ich ja nicht so. Ich gehe schnell pennen, dann ist auch gleich schon die Folge zu Ende. Also, ich finde, da muss so eine schöne Mischung drin sein. Und auch hier unter das Video könnt ihr jetzt mal schreiben. Also, zwei Sachen heute für euch als Aufgaben hier runterzuschreiben. Wie findet ihr, hat sich so generell verändert? Also, das Like-Guideline so ein bisschen drauf bezogen und sowas. Auch. Und quasi ist es ja nicht übertrieben. So ganz, also, es ist ja übertrieben, ganz ehrlich, wenn man immer das macht. Und deswegen übertreibe ich ja gerne maßlos. Damit ist aber auch alle verstehen. Aber ein paar verstehen es ja immer noch nicht, leider. Was sehr traurig ist, ehrlich gesagt. Und so, dann kann ich das Glas hier. Und ja, ich würde mich tierisch über eine Bewertung, über einen Kommentar freuen. Also, eure Aufgabe heute, quasi meine Veränderungen, sowas besonders bezogen, mal wirklich auf diese Like, quasi so Spaß, ob ihr das manchmal okay findet oder auch schon Like, aber ist es ja im Endeffekt, bekomme ich ja dadurch mehr Likes, aber es ist halt nie gemeint, weil in meinem Leben habe ich bis jetzt sowas gemacht mit, natürlich, ich habe ja einmal geschrieben bei einem Comment-Block-Video, bei 500 Likes bringe ich alle Kühe um und einmal bei 1000 Likes stimmt Nodder. By the way, ich habe mich auch sogar dran gehalten. Also, er wird umgebracht in den letzten Folgen. Also, ihr seht es dann. Und dann noch die andere Aufgabe: Mittwoch-Livestream, ob es euch so passt oder nicht, oder keine Ahnung. Und oh, pinke Schaf, oh, wie süß. Guckt euch den an. Guckt euch den an. Und ja, dann würde ich mir wirklich Kommentar, Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.